1933, das Jahr, das alles verändert hat, das Deutschland in die Diktatur stürzte, mit Folgen für die ganze Welt. Wie konnte das geschehen? Davon erzählen in dieser Reihe Zeugen, die all das aus der Nähe miterlebt und festgehalten haben. Zeugen wie Wilhelm Högner, ein SPD-Politiker aus München. Berlin, Februar 1933. Ein eiskalter Winterabend. Die Gegend um den Reichstag ist wie ausgestorben. Bis 21 Uhr. In nur 15 Minuten legt ein Einbrecher im Reichstag zahlreiche Feuer. Der Brand des Berliner Reichstags wird zum Fanal der Machteroberung Adolf Hitlers. Eine Schicksalsnacht für Deutschland. Wenige Tage zuvor, ein Münchner SPD-Politiker macht sich auf den Weg durch ganz Deutschland, auf Wahlkampfreise. Am 27. Februar kommt er nach Magdeburg. Früher waren die immer unsere Musterschüler. Dieser Mann ist Wilhelm Högner. In Magdeburg will er seine SPD-Genossen aufrütteln für den Reichstagswahlkampf am 5. März. Er selbst sitzt seit 3 Jahren im Parlament. Högner spürt, dass eine Schicksalswahl bevorsteht. Denn ihr Gegner ist der Todfeind aller Demokraten, Adolf Hitler. Ich hatte den Nationalsozialismus in Wort und Schrift eigentlich schon seit 1920. Seit seinem ersten Auftreten bekämpft. Ich war der Meinung, dass es sich hier um eine ganz gefährliche, ja verbrecherische Organisation handle. Diese Organisation ist seit dem 30. Januar an der Regierung, mit Hitler als Kanzler. Jedoch in einem von konservativen Ministern dominierten Kabinett. Den Nationalsozialisten ist das zu wenig. Sie wollten so rasch wie möglich Neuwahlen herbeiführen, die Aufbruchstimmung nutzen für einen Wahlerfolg der beiden Parteien, die die Regierung bildeten, also Nationalsozialisten und Deutsche Nationale, und dann mit scheinbar legalen Mitteln, gestützt auf eine Mehrheit im Reichstag, den Parlamentarismus abschaffen und auf diesem Wege eine Diktatur begründen. Hitler riskiert viel. Bei den letzten Wahlen zum Reichstag im November 1932 liefen der NSDAP 2 Millionen Wähler davon. Ein Debakel. Dennoch erzwingt Hitler jetzt Neuwahlen. Er spekuliert auf einen Kanzlerbonus und auf einen großen Sieg. Liebe Genossen, SPD-Mann Högner aber sieht die Chance, Hitler zu stürzen. Doch dazu braucht es unerschrockene Kämpfer. Högner schreibt: An diesem Abend bin ich Redner in Magdeburg. Die Genossen sind besorgt und bedrückt. Beinahe scheint es, als hätten sie alle Illusionen abgetan und sich mit allem, was noch kommen konnte, abgefunden. Ausgerechnet jetzt ist die Arbeiterbewegung wie gelähmt. Högner will einen Generalstreik, doch in den Arbeitervierteln herrscht Phlegma. Hitlers Mannschaft hingegen drängt zum Kampf gegen den sogenannten Marxismus. Vorneweg Hermann Göring, Preußens Innenminister. Die Polizei ist unter seiner Kontrolle. Er befiehlt den Beamten, jeden Widersacher zu verfolgen. Mit der Schusswaffe. Und dann ist da noch die SA, Hitlers Bürgerkriegsarmee. Diese Männer brennen darauf, von der Kette gelassen zu werden. Denn bei SA und Polizei kursieren Listen mit Adressen von Regimegegnern.
vorzugsweise Kommunisten. Seit den 20er Jahren sind die Kommunisten die Todfeinde der Nationalsozialisten. In vielen Straßenschlachten haben sie ihre Gegner das Fürchten gelehrt. Doch jetzt sind sie die Gejagten. So auch der KPD-Abgeordnete Ernst Schneller. Er muss in den Untergrund abtauchen, gehetzt von Hitlers Meute. Berlin-Wedding, 21 Uhr. Ernst Schneller hat sich zu seiner Familie heimgeschlichen. Seine Tochter Annemarie erinnert sich. Mein Vater ist an diesem Abend noch einmal nach Hause gekommen, um saubere Wäsche zu holen. Abgehetzt und todmüde findet er nicht die Kraft, wieder wegzugehen. . 21:27 Uhr. Der Plenarsaal des Reichstags steht in Flammen. 21:45 Uhr. Fast die gesamte Berliner Feuerwehr ist vor Ort. Dutzende Löschzüge und Polizeitrupps im Sondereinsatz. Und die SA rückt aus zur Kommunistenjagd. Denn die NS-Führung schiebt den Brand sofort auf das Konto der Kommunisten. Die Verhaftungslisten führen die SA-Leute direkt an die Türen ihrer Opfer. Ganz oben auf der Liste der Kommunist Ernst Schneller. Vor wenigen Tagen noch hat er Klebezettel gegen den SA-Terror verteilt. Schnellers Tochter berichtet. Vater sagt, wir sollen tapfer sein. Er verlangt einen Haftbefehl, doch der Anführer brüllt, für Kommunistenschweine gibt's nur dies hier. Was machen Sie? . 22 Uhr. Das Feuer im Reichstag ist auf dem Höhepunkt. Magdeburg, 23 Uhr. Die SPD-Wahlkämpfer sind ahnungslos. Wilhelm Högner schreibt: Wir sitzen bei einem Glas Bier zusammen. Dann kommt im Radio die Nachricht vom Reichstagsbrand. Högner weiter. Merkwürdigerweise regen wir uns nicht auf. Als wir zu Bett gehen, merken wir noch immer nicht, dass eine große Entscheidung gefallen ist. In Berlin aber löst der Brand fieberhafte Aktivitäten aus. Josef Goebbels schreibt in sein Tagebuch: Das ganze Gebäude steht in Flammen. Hitler ist in Rage. Nun aber handeln. Im brennenden Reichstag fasst die Polizei einen Mann, der alles gesteht. Marinus van der Lubbe, 23 Jahre, Holländer und Kommunist. Eine perfekte Vorlage für die NS-Propaganda. Josef Goebbels bläst zur Kampagne unter dem Motto Komplott der Kommunisten. Ein Lieblingsthema rechter Propagandafilme. Von der Polizei konnte festgestellt werden, dass diese neue Aktivität auf die Entfesselung eines Aufstands hinzielte, der nach einem beschlagnahmten Organisationsplan des internationalen Kommunismus der Übergang zum vollkommenen Bürgerkrieg sein soll. Görings Kriminalhörspiel schert sich nicht um die Fakten vom Tatort. Vor Gericht bleibt vom Kommunistenkomplott nichts übrig. Eine peinliche Niederlage für die NS-Führung. Freisprüche für 4 angebliche Verschwörer. Einzig verbliebener Verdächtiger, Marinus van der Lubbe. Das Gericht rekonstruiert. 21:05 Uhr. Van der Lubbe steigt ein. Auf seinem Weg durch den Reichstag legt er verschiedene kleine Feuer. 21:26 Uhr. Er wird verhaftet. Gleich darauf entflammt der Plenarsaal. Viele bezweifeln diese Alleintäter-Version. In den Trümmern ermitteln Gutachter 22 Brandherde, eine Fackel und Spuren von einem Brandbeschleuniger. Van der Lubbe aber hat nur 4 Päckchen Kohleanzünder bei sich. Den Reichstag hat er nie zuvor betreten und seit einem Unfall ist er halb blind. Doch nur ein Sündenbock? Die Hintermänner sind die Nationalsozialisten, so lautet die nächste These. Görings SA-Leute sollen das Feuer im Gebäude präpariert haben. Tatsächlich hat Göring schon Wochen zuvor dem Marxismus öffentlich den Krieg erklärt. Die geschlossene Kraft der nationalen Bevölkerung werde ich rücksichtslos einsetzen zur Brechung dieser verderblichen Idee. In den jetzt ausgeschriebenen Wahlen
bildet der Kampf gegen den Bolschewismus eine Hauptparole. Durch einen Tunnel sollen SA-Leute in den Reichstag eingedrungen sein. Eine Spur, der die Justiz nicht nachgeht. Das Motiv liegt auf der Hand. Der Brand als Vorwand zur Kommunistenjagd. Doch die Verhaftungslisten gehen auf Hitlers Vorgänger zurück. Die Zerschlagung des sogenannten Marxismus war ein gemeinsames Ziel von Hitler und seinen Koalitionspartnern. Und insofern bot der Reichstagsbrand dafür einen erneuten, besonders dramatischen Anknüpfungspunkt. Aber begonnen hatte man damit davor schon und das Ziel stand schon länger fest. Hitler selbst zeigt sich am Tatort überrascht. Er befürchtet einen Kommunistenaufstand. Bleibt die Frage, wie kann einer allein ein solches Feuer legen? Die neueste Kontroverse dreht sich um eine sogenannte Backdraft. Ein Feuerwehrmann öffnet die Tür. Im Saal haben viele kleine Brandherde entflammbare Gase gebildet. Jetzt strömt Sauerstoff dazu. Die Rauchgase explodieren. Und dadurch entsteht die Stichflamme, die eben um 21.27 Uhr an diesem Abend das Fanal der Machteroberung der Nationalsozialisten wurde. Später wird das Ausmaß des Brandes übertrieben, Fotos häufig retuschiert. Der ganze Reichstag brannte nur in diesem Spielfilm. Tatsächlich war das Feuer kleiner und nach 3 Stunden gelöscht. Die plausibelste Erklärung bleibt daher die vom Einzeltäter van der Lubbe, auch wenn die Debatte um eine geplante NS-Aktion nie verstummt. Allerdings gibt es keine historischen Dokumente, die belegen würden, dass die nationalsozialistische Führung oder Teile von ihr in irgendeiner Weise den Reichstagsbrand selbst inszeniert hätten, weswegen mir die Alleintäterthese die überzeugendere zu sein scheint. Die Nationalsozialisten nutzen ihre Chance. Goebbels schreibt: An die Arbeit, alles strahlt. Das fehlte uns noch. Am nächsten Tag legt Hitler dem Reichspräsidenten eine Notverordnung vor. Weg mit den Grundrechten, weg mit Meinungs- und Pressefreiheit. Polizei und SA können Menschen nach Belieben wegsperren. All das findet Hindenburgs volle Zustimmung. Die Lizenz zum Terror. Der Kommunist Schneller sieht seine Familie niemals wieder. Nach langer Haft wird er 1944 im KZ Sachsenhausen ermordet. München, wenige Tage nach dem Brand. Jetzt werden auch hier Hitlers Gegner zu Freiwild. Das Altheimer Eck, die Zentrale der bayerischen SPD, von der SA besetzt. Die Jagd auf die Linken ist eröffnet, wieder nach Adresslisten. Darauf der Name Wilhelm Högner. Ich sollte schon bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten in München verhaftet werden, nach dem Adressbuch. Ich war aber ein halbes Jahr vorher umgezogen, von der Römerstraße in die Tankstraße und wurde in dieser Nacht nicht gefunden. Trotzdem harrt Högner in München aus und trifft weiter seine Parteifreunde. Eines Tages meldet sich ein verschollener Genosse zurück. Högner schreibt: Man hat ihn in Schutzhaft genommen. Völlig verstört erzählt er uns, riesige SS-Kerle warteten bereits. Je mehr einer schrie, umso wütender schlugen sie zu. Am Fensterkreuz in den Zellen hing ein Strick. Die Gefangenen sollten sich aufhängen. Der Mann kommt aus dem gerade errichteten Konzentrationslager Dachau. Die deutsche Öffentlichkeit ist von Anfang an darüber informiert. Bayerns Polizeichef Himmler gibt zur Eröffnung des KZ am 20. März sogar eine Pressekonferenz. Am 22. März 1933 steht in der Süd, in der Münchner Neuesten Nachrichten, wird das KZ eröffnet. Auf Seite 1 ist das nachzulesen. Umerziehungslager hieß es, wo man also nationalsozialistische Ideen eingetrichtert bekommt und wo also auch viele sterben. Das wusste man auch durch Arbeit. Das Leben in den frühen Konzentrationslagern, gezeigt in Propagandafilmen der Partei.
Wer hier zur Zwangsgymnastik antreten muss, gilt als Staatsfeind. Auch die rechte Presse stürzt sich auf die neuen Lager. Der Illustrierte Beobachter druckt eine Fotostrecke über die Häftlinge in Dachau. Die Nazis nennen sie schon Untermenschen. Die Berichte sollen all die einschüchtern, die gegen das Regime aufbegehren. Tatsächlich aber wirkt der Terror seit dem 30. Januar auch auf andere Teile der Bevölkerung abschreckend. Viele halten die Regierung für schuld am Reichstagsbrand. Die Wahl am 5. März ist keineswegs vorentschieden. Der rastlose Wahlkämpfer Hitler fliegt in alle Städte Deutschlands. Er spürt, dass er noch verlieren kann. Seine Prognosen sind vorsichtig, doch sein Wahlkampf entfesselt. Es gibt nur eine Botschaft: ihn selbst. 1933 war natürlich der absolute Höhepunkt. Das war sozusagen die Apotheose des neuen Kanzlers, die Vergöttlichung, die hier stattgefunden hat. Es war wirklich ein stromlinienförmig auf Hitler zugeschnittener Wahlkampf. Totale Personalisierung und insofern auch modern. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Wahlkampfauftakt im Berliner Sportpalast am 10. Februar. Die Propagandamaschine präsentiert Hitler als Heilsbringer. Wilhelm Högner berichtet: Adolf Hitler stürmt wie ein Racheengel durch die deutschen Lande. Er droht, schluchzt, fleht Gott den Allmächtigen an. Das deutsche Volk wird in seinen tiefsten Tiefen aufgewühlt. Ich liebe dich für den Sozialismus. Ich liebe dich für den Nationalismus. Ich liebe dich für die Demokratie, ich liebe nicht für den Faschismus, sondern... 19. Februar. Hitler macht Station in Köln und gibt den bürgernahen Staatsmann. Ein Wahlkampf der Verführung, eine Woche vor dem Reichstagsbrand. Köln eine Woche nach dem Brand. Jetzt dominieren Aufmärsche von SA und SS, Wahlkampf des Terrors. Alles möglich gemacht durch Hindenburgs Notverordnung. Ein Kampf mit ungleichen Waffen. Plakate von anderen Parteien überklebt. Die Pressefreiheit ausgehebelt. Schlagzeilen liefern nur noch die Blätter der Rechten. Die SPD-Zeitung Vorwärts ist endgültig verboten. Der Vorabend der Wahl. Hitler fliegt für einen letzten Auftritt nach Königsberg. Noch propagiert er nur die Ziele, die offenkundig die Mehrheit erreichen. Kampf der Arbeitslosigkeit, dem Marxismus und dem Versailler Vertrag. Noch spricht er nicht vom Krieg, den er will. März 1933, Wahltag. Die NSDAP braucht die Stimmen der früheren Nichtwähler. Ein NS-Fahrdienst kutschiert Alte und Kranke bis an die Urnen. Der totale Wahlkampf treibt mehr Wähler als je zuvor in die Kabinen, 89%. Doch wie frei ist dieser Wahlakt? Es gibt so gut wie keine Berichte, die sagen, dass nicht die Wahlkabinen aufgestellt worden seien, dass man tatsächlich unbeobachtet abstimmen konnte. Es war die Freiheit der Wahl, was die Ankreuzmöglichkeiten auf dem Stimmzettel angingen. Es war das gesamte Spektrum der Parteien noch ankreuzbar und die Wähler haben das auch wahrgenommen. Doch viele der Gewählten sind bereits in Haft. Und ob jede Stimmauszählung korrekt war, ist fraglich. Das letzte Wort haben die Feinde der Demokratie. Einer von ihnen ist Vizekanzler von Papp. Diese Wahl wird für Deutschland und auch für die Welt von entscheidender Bedeutung sein. Das Oberhaupt der Republik, Reichspräsident Hindenburg. Er freut sich erklärtermaßen darauf, nach einem Wahlsieg der Rechten keine der ihm so verhassten Wahlkabinen mehr betreten zu müssen. NS-Propagandachef Goebbels ist voller Vorfreude auf einen, wie er sagt, großen Sieg. Ungeduldig warten die Männer der NSDAP auf das Ergebnis dieser nur halbfreien Wahl.
Die SPD-Genossen in München haben bis zuletzt gekämpft. Högner schreibt: Gegen 10 Uhr steht das Wahlergebnis fest. Für die Nationalsozialisten sind ein Viertel mehr als bei den Novemberwahlen abgegeben worden. Viele erwarten von mir ein Wort des Trostes, des Selbstvertrauens zu hören. Heute muss ich sie enttäuschen. Das Ergebnis im Reich? Die NSDAP holt 43,9% der Stimmen. Die Deutschnationalen 8%. Damit hat die Regierungskoalition zwar die absolute Mehrheit, aber unerwartet knapp. Das Zentrum bekommt 11, SPD und KPD zusammen mehr als 30, trotz schwerer Verfolgungen. Immer noch widerstehen ganze Milieus dem braunen Sog. Außer den Linken sind das vor allem die Katholiken. Zumal in der Provinz pflegt die katholische Kirche die alten Traditionen. Von der Obrigkeit sind die Gläubigen seit Bismarcks Kirchenkampf entfremdet. In den katholischen Hochburgen kann Hitlers Partei nur schwer Fuß fassen. Eine solche Hochburg ist Hauenstein in der Pfalz. Anfang der 30er Jahre beginnt dort der Bau der monumentalen Christkönigskirche. Eine Gottesburg gegen den braunen Strom. Eingeweiht 1933. Eine Provokation. Hauensteins Pfarrer Sommer predigt bis zum Wahltag gegen Hitler. Am 5. März wählen 92% der Hauensteiner die Liste von Zentrum und Bayerischer Volkspartei. Das war wirklich das Ergebnis der Erziehung von unserem Pfarrer Sommer. Der hat das sofort erkannt und hat gesagt, ein Christ und Nationalsozialismus ist nicht vereinbar. Und da haben sich die Leute dran gehalten. Ne? Es gab auf Seiten des katholischen Teils der Bevölkerung so etwas wie eine Wahlnorm zugunsten des Zentrums. Und Wahlnorm hieß, wenn du ein anständiger Katholik bist, dann kannst du nur Zentrum wählen und nichts anderes. Ganz anders ist die Lage in den evangelischen Gegenden. Viele Protestanten bekennen sich zur neuen Regierung. Eine Wahlnorm gegen Hitler gibt es hier nicht. Es gab prominente evangelische Geistliche, evangelische Würdenträger, die sich für den Nationalsozialismus ausgesprochen haben, die mit ihm sympathisiert haben, aus nationalistischen, aus obrigkeitsstaatlichen Gründen. Und es gab welche, die dagegen waren. Das war allerdings die Minderheit gewesen. Das Dorf Darstein, Nachbarort von Hauenstein. Hier sind die Menschen evangelisch. Und sie wählen ganz anders als die Hauensteiner. Schon 1930 stimmen die Darsteiner zu 100% für Hitler. Das Hitlerdorf Darstein wird zum Ehrenmitglied der Partei. Bei der Märzwahl wieder eine große Mehrheit für Hitler. Das Auseinanderdriften der beiden pfälzischen Orte spiegelt das Ergebnis im Reich. Im Süden und Westen Deutschlands leben überwiegend Katholiken. Im Norden und Osten ist die Mehrheit evangelisch. Und genau dort wird die NSDAP stärkste Partei. In den katholischen Gegenden dominiert nach wie vor das Zentrum. Hitlers Wähler sind vor allem Kleinbürger und Mittelständler auf dem Lande, nicht so sehr die Arbeiter und Arbeitslosen in den Großstädten. Hitler hat auf mehr gehofft. Man hat eigentlich auf eine absolute Mehrheit gehofft. Dass es dazu nicht gereicht hat, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Die Nationalsozialisten sind nicht durch Wahlen alleine an die Macht gekommen. Trotzdem bejubelt die NSDAP ihren Wahlsieg. Obwohl der Plan vom großen Plebiszit für die Regierung gescheitert ist. Viele Bürger denken nach wie vor konservativ. Hitler plant deshalb, in Potsdam den Reichstag zu eröffnen. Mithilfe der alten preußischen Symbole will er die Zweifler für seine Bewegung gewinnen. Reichspräsident Hindenburg weiß auch mit 85 Jahren noch sehr genau, was er will. Er wünscht einen Feiertag der nationalen Einheit, keine reine NS-Show. Das heißt auch,
dass Hindenburg, damit das Konservative, das Preußische, das bürgerliche Element, auch das kirchliche Element bei der Gestaltung der Gottesdienste, auch an der Choreografie dieses Tages maßgeblich beteiligt waren. Gottesdienste eröffnen am 21. März den Tag von Potsdam, auf speziellen Wunsch von Hindenburg. Am Morgen fahren die neu gewählten Abgeordneten von Berlin nach Potsdam, bis auf zwei Parteien. Erstens die SPD Högners, der schreibt: Keiner von uns ist so tief gesunken, dass er die Siegesfeier der Nationalsozialisten freiwillig mitmachen würde. Zweitens die KPD-Leute. Sie sind verhaftet oder untergetaucht. Die badische Abgeordnete Clara Siebert ist dagegen für die Zentrumspartei in den Reichstag gewählt. Sie und ihre Parteifreunde machen sich auf den Weg nach Potsdam. Sie schreibt: Als wir im Auto sitzen, kommen Herren und sagen, sie müssen die Insassen auf Waffen untersuchen. Die Damen möchten sich entfernen. Wir erklären, dass wir das Auto nicht verlassen würden. Man ruft Göring an und Göring bedauert das Missverständnis. Wie vorgesehen besucht Clara Siebert den katholischen Eröffnungsgottesdienst. Die große Mehrheit, die protestantisch war, Hindenburg inklusive, ging also in die evangelische Kirche. Nur zwei Personen, die Mitglied des Reichstages waren, waren nicht vertreten, nämlich Hitler und Goebbels. Und setzten damit sozusagen einen choreografischen Kontrapunkt. Und zugleich eine Geste des Misstrauens gegen Kirche und alte Eliten. Erst jetzt betritt Hitler die Potsdamer Bühne. Beim Staatsakt beschwört der Reichspräsident das Ende der Parteikämpfe. Zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands. Die anschließende Militärfeier zelebriert Hindenburg wie eine Truppenparade. Ganz so, als sei sein altes Kaiserreich nie untergegangen. Das ist jetzt kein nationalsozialistisches Parteiprogramm gewesen. Hitler verlässt auch nach dem Akt in der Garnisonkirche den Schauplatz. Es dreht sich jetzt alles um Hindenburg. Man darf also nicht in den Fehler verfallen, diesen Tag als Inszenierung, als sozusagen als erstes vermeintliches Meisterstück der Goebbelschen Propaganda darzustellen. An einer Stelle überlässt Hindenburg Propagandaminister Goebbels aber doch die Regie, bei der Übertragung im Rundfunk. Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt angetreten. So dringt die Botschaft jenes sogenannten Bundes von altem und neuem Deutschland bis in die letzten Dörfer. Ein Massenerlebnis, auch weil der Tag überall nachgespielt wird, wie hier in Ludwigslust. Immer nach dem gleichen Drehbuch. Vorneweg die preußische Pickelhaube, die braunen SA-Hemden kommen hinterher. Aufatmen bei den Konservativen. Hitler scheint von Hindenburg gezähmt. Da glaubte man auch, dass diese Leute Verstand genug haben werden, ihn vor dieser oder jenen Dummheit zu bewahren. Und dass auch der Reichspräsident von Hindenburg, dass die also auch das ein bisschen ins ruhige Fahrwasser bringen könnte. In diesen Märzwochen kippt die Stimmung im Reich. Högner schreibt: Der Bauer verliert sein Misstrauen gegen die Marktschreierei. Er hofft gläubig auf höhere Vieh- und Getreidepreise. Die Besitzbürger atmen zum ersten Mal wieder auf. Die Angestellten und kleinen Beamten freuen sich. Die meisten wollen jetzt nur noch eins: dazugehören, ehe es zu spät ist. Und Högner weiter: So unaufhaltsam haben wir uns den Abmarsch der Masse zu Hitler nicht vorgestellt. Das öffnet die Schleusen für Konjunkturritter, für Trittbrettfahrer, aber auch für Überzeugte, die sich aus Gründen, wirtschaftlichen Gründen beispielsweise, nicht gewagt hatten, offen zur NSDAP zu bekennen. Die Parteibüros können den Andrang kaum abarbeiten. Die Zahl der Neumitglieder verdreifacht sich seit Januar um 1,6 Millionen. So viel Opportunismus verstört sogar die NSDAP. Sie verhängt eine Aufnahmesperre.
Besonders ein Foto hat viele überzeugt. Der Handschlag am Tag von Potsdam, ein Schnappschuss, nachträglich zur Ikone stilisiert. Und der Hitler verneigt sich mit scheinheiliger Demutsgeste vor dem Hindenburg. Das ist ganz dicker Sand in die Augen der gutgläubigen Bevölkerung. Und Reichspräsident Hindenburg ist stolz auf den von ihm eingesetzten Kanzler. Und das bedeutet, dass kurze Zeit später Hitler ohne den lästigen Aufpasser Papen, den Vizekanzler, unter vier Augen mit Hindenburg sprechen kann. Und dass es Hitler gelingt, im Verlaufe des Frühjahrs 1933 zum Lieblingskanzler Hindenburgs zu werden. Beide wollen das eine. Die Demokratie endlich abschaffen. 23. März, inmitten der Aufbauarbeiten am Reichstag. Heute beraten die Fraktionen über das Ermächtigungsgesetz. Ein Gesetz, das Hitler zum alleinigen Gesetzgeber macht. Högener schreibt: Unsere SPD-Fraktionssitzung findet im Reichstagsgebäude statt. Wir sehen uns die Stellen des Reichstagsbrandes an und wundern uns über die geringfügigen Beschädigungen. Högner und die SPD-Leute sind sich einig. Nein zum Ermächtigungsgesetz. Anders die Abgeordneten der katholischen Zentrumspartei um Clara Siebert. Sie stehen vor einer Zerreißprobe. Prälat Kaas ist der Zentrumsvorsitzende. Ihm geht es um seine Kirche, nicht um Deutschland. Er fürchtet, dass der Staat die Religionen gleichschaltet. Doch das Kreuz soll unabhängig bleiben vom Hakenkreuz. Dafür verlangt er von Hitler ein schriftliches Zugeständnis. Im Gegenzug will Kaas dem Ermächtigungsgesetz zustimmen. Doch der Flügel um Clara Siebert sieht darin das Ende des Rechtsstaats. Sie schreibt: Kaas sagt, das Vaterland ist in höchster Gefahr, wir dürfen nicht versagen. Um mich herum höre ich Gerede vom drohenden Bürgerkrieg, wenn wir nicht die Ermächtigung annehmen. In mir lebt nur ein Nein. Nachmittags gehen wir hinüber zur Krolloper. Die Krolloper, Ausweichgebäude für den Reichstag. Hier sollen die Abgeordneten ihre eigene Entmachtung beschließen. Ordnungsgemäß mit zwei Drittel der Anwesenden. Hitler gibt sich nach wie vor verfassungstreu. Das Wichtige am Ermächtigungsgesetz war der Schein der Legalität. Man wollte legal die Möglichkeit schaffen, die Legalität aus den Angeln zu heben. Die Regierung wird sich in dem Entschluss, diese Frage zu lösen, von niemandem beirren lassen. Das Nein der Linken hat Hitler einkalkuliert. Er provoziert einen Schlagabtausch. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Für die SPD antwortet Parteivorstand Otto Wels: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei erfahren hat, wird niemand verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Hitler schlägt sofort zurück. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, wer hat Sie denn bisher verfolgt? Ich wohnte dieser Reichstagssitzung bei. Ich wurde nur während dieser Sitzung von meiner Frau aus München angerufen, dass die Polizei wieder da sei, um mich zu verhaften. Ich kann jedenfalls sagen, ich war keine Stunde mehr sicher. Högner weiter. Ich sage meiner Frau einige beruhigende Worte. Da hängt sie rasch ab. Als ich aus der Telefonkabine heraustrete, sehe ich Gang und Treppen menschenleer. Ein Gedanke schießt durch meinen Kopf. Ich könnte Hut und Mantel nehmen, das Haus verlassen und so dem Schicksal entkommen, das uns Sozialdemokraten zugedacht ist. Aber ich gehe ohne Zaudern in den Saal zurück. Dort umwirbt Hitler gerade die Zentrumspartei. Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. Die Zentrumsleute ziehen sich zur Beratung zurück.
Prälat Kaas wartet auf Hitlers versprochenen Brief mit den religiösen Garantien. Dieser lässt ihm ausrichten, der Brief sei unterwegs. Doch er kommt niemals an. Ein simpler Bluff. Schließlich fällt Kaas eine Entscheidung. Er drängt die Abgeordneten zum geschlossenen Votum für die Ermächtigung. Wenige Wochen danach verschwindet er nach Rom und lässt seine Partei führungslos im Stich. Clara Siebert beugt sich. Außer den Sozialdemokraten und den abwesenden Kommunisten stimmen alle Abgeordneten ihrer Selbstentmachtung zu. Der Reichspräsident zeichnet ab und wird so zum Totengräber der Demokratie. Die Diktatur ist besiegelt. Das Zentrum existiert nur noch wenige Monate. Clara Siebert flüchtet sich in ihre Religion. Nach diesem Triumph zieht sich Hitler für ein paar Tage zurück auf den Obersalzberg. Doch die Ereignisse in Deutschland wecken in einigen Ländern Empörung. Besonders die lautstarke Judenhetze von Chefpropagandist Josef Goebbels. Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir werden den Herren bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Doch solche Drohgebärden ernten nicht überall begeisterten Jubel. Dagegen in Amerika? New York. Jüdische Unternehmer und Intellektuelle mobilisieren Massenproteste gegen Nazi-Deutschland. Sie organisieren einen Warenboykott, der bald auch Länder in Europa erfasst. Die noch immer labile deutsche Wirtschaft gerät unter Druck. Hitler ist außer sich. Er zitiert Goebbels zum Obersalzberg und befiehlt ihm einen Gegenboykott. Goebbels schreibt: Wir werden gegen die Auslandslüge nur ankommen, wenn wir ihre Urheber oder doch wenigstens Nutznießer, nämlich die in Deutschland lebenden Juden, die bisher unbehelligt blieben, zu fassen bekommen. 1. April. Vergatterung der SA zum Boykott jüdischer Geschäfte, Anwalts- und Ärztehäuser. Um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht. Goebbels will die Juden an symbolischer Stelle treffen, in den Einkaufszentren der Städte, am helllichten Tag unter dem Jubel der Deutschen. Doch die Mehrheit der Bürger bleibt passiv. Auf den Straßen regiert meist weder Volkszorn noch Widerstand. Vereinzelt kommt es vor den Kaufhäusern zu Diskussionen. Es war überhaupt nicht unter dem Jubel der Menschenmenge. Die hat da stumm daneben gestanden und hat bloß geguckt und hat so unter sich gesagt, die armen Juden. Die Mehrheit schweigt. Das Ausland protestiert. Nach einem Tag ist der Boykott abgeblasen. Ein Fehlschlag. Insoweit war das auch ein Signal, dass diese Art der offenen, aggressiven, antisemitischen Politik und Propaganda doch erstmal zurückgestellt werden muss. Und insoweit ist es eine Lernerfahrung für die Nationalsozialisten in vielerlei Hinsicht gewesen. Umso wichtiger die Nazifizierung der Gesellschaft. Jede Minute Freizeit soll der Bewegung gehören. Totale Gleichschaltung bis an den Rand jedes Schwimmbeckens. Hitler bemüht dafür einen Kampfbegriff der Kommunisten. Revolution. Seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Diese Revolution macht nirgends Halt. Sie hat das politische Leben umgestellt und eine Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern vorgenommen. Wenn man sagt, Revolution bedeutet eine wesentliche Veränderung des Rechtssystems, starke Eingriffe in die Eigentumsordnung und erhebliche Mobilisierung der Massen, dann haben sie es 1933 mit einer Revolution zu tun. Eine Revolution wäre es gewesen, wenn die Nationalsozialisten versucht hätten,
gegen die Staatsgewalt die Herrschaft an sich zu reißen. Wir müssen immer wieder betonen, dass Hitler auf völlig legale Weise von Hindenburg in das Amt berufen wurde, dass die nationalsozialistische Macht sich etablieren konnte, erst nach der Besetzung der Institution. Eine heilige Institution der Gewerkschaften ist der 1. Mai, der Tag der Arbeiterbewegung. Jetzt ist auch er gleichgeschaltet zum Feiertag der nationalen Arbeit. Die Gewerkschaften fügen sich in ihr Schicksal. Zur NS-Maifeier fordert der Vorstand zum Mitmachen auf. Im ganzen Reich inszeniert die Propaganda den 1. Mai als Volksfest. Für alle Altersklassen und Stände. Brezeln und Bier für alle. München, 2. Mai. Am Morgen nach dem Feiertag geht das Regime wieder zum Terror über. Nationalsozialisten besetzen die Gewerkschaftshäuser. Högner berichtet: Jetzt werden die bisher noch verschonten Gewerkschaftsführer davongejagt oder in Schutzhaft genommen. In München erregen diese Ereignisse kein besonderes Aufsehen mehr. Im Juli 1933 verkündet Hitler den Triumph über seine politischen Feinde. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Schließlich erklärten mir meine Freunde, letzten Endes müsse einer oder ein paar übrig bleiben und ich solle ins Ausland gehen. Ich könne mich in Deutschland nicht mehr halten. Im Sommer 1933 flieht Högner nach Österreich. Seine SPD wird am 22. Juni verboten. Er schreibt: Es scheint mir unfassbar, dass ich jetzt das Land meiner Vorfahren verlassen soll, weil man mich sonst wie ein wildes Tier hinter Stacheldraht sperren würde. Wie kommt dieser finstere Massenbändiger dazu, mir das Recht auf meine Heimat zu nehmen? Högners Flucht aus Deutschland führt ihn bis in die Schweiz. Alles hat dem Leben zu dienen. Hitler selbst hat sich inzwischen seine eigene Leibstandarte zugelegt. SS-Leute. Und das Schönste ist es für mich, der ich weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes und unserer Bewegung meinen Namen trägt. Halt! Sieg des Regimes und Ende der Demokratie. In nur 6 Monaten hat Hitler seine Gegner überwunden. Sie waren zu unentschlossen und zu schwach. Ein kurzer Prozess. Nur ein Feind bleibt ihm jetzt noch. Der Feind in den eigenen Reihen.